Ja, ein überraschendes Grüß Gott aus Oberstdorf. Ja, ich hatte natürlich eine Woche Urlaub. Das war ja erst Mittwoch, als ich die Radrunde beendet habe. Also hatte ich noch Zeit. Also kann ich noch was fahren. Und im Allgäu gibt es auch noch einen guten Fluss, den man hier gut fahren kann. Das ist die Iller, die hier Oberstdorf herkommt. Ja, der Radweg, der ist ungefähr 146 Kilometer lang. Perfekt für 2 Tage noch zu fahren. Heute Donnerstag, morgen Freitag. Der bleibt ja so, also fahre ich nicht nach Hause, sondern nutzt das nochmal durch das Allgäu zu fahren am Iller Radweg. Echt klasse. Aber leider hat alles nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Von Memmingen wollte ich eigentlich mit dem Zug hierher fahren, aber was ist? Baustelle, Zug, Ersatzverkehr, Fahrrad, alles ein bisschen schwierig. Musste ich gestern noch 40 Kilometer bis nach Kempten fahren. Da habe ich dann im Hotel übernachtet. Und dann bin ich jetzt heute Morgen hierher gefahren mit dem Zug. Geplant war eigentlich von Memmingen hierher gleich zu fahren, den Zug am gestrigen Tag. Und in Oberstdorf auf dem Campingplatz zu übernachten. Hat leider nicht so ganz geklappt, aber naja, kann man nichts machen. Aber ich würde sagen, es ist auch ein wunderschöner Start nochmal. Ja, heute könnten die 30 Grad geknackt werden, da habe ich ein bisschen Panik vor, aber auch gestern ging das gut mit viel, viel Trinken. Ja, also, es kann losgehen, es ist ein bisschen überraschend, ich habe es nämlich nicht bei Instagram oder irgendeiner öffentlich gemacht, dass ich auf den Illerradweg fahre. Also, es ist jetzt überraschend und ich freue mich auf hoffentlich überraschend schöne Bilder an der Iller. Also, einige Städte habe ich ja schon gesehen, Immenstadt, Sonthofen, Fischen, das habe ich ja alles schon gezeigt bei der Allgäu-Runde. Und der Radweg führt auch viel am Fluss, nur ganz wenig davon weg. Da sieht man auch nicht ganz so viel. Vielleicht auch etwas langweilig, aber ich werde sehen. Es wird bestimmt trotzdem schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hier ist jetzt der Iller-Ursprung. Das ist Trittach, Stillach und Breitach, die hier zusammenfließen. Und ab jetzt heißt es Iller. 146 Kilometer Richtung Norden. Bin gespannt, was mich erwartet auf dieser Reise. Es wird nicht schwierig sein, auf jeden Fall nicht, aber auch schön. Und ich merke, hier unten ist es richtig am Wasser angenehm. Etwas kühler als unten. Da oben auf dem Radweg. Hier war ich schon mal, ich bin jetzt hier Höhe Fischen. Hier kreuzt auch die Radrunde Allgäu. Also wiederholt sich das auch wieder teilweise. Aber hier ist ein fantastischer Blick wieder Richtung Berge. Ganz, ganz klasse. Wow. Man merkt echt, wie das Wasser so ein bisschen kalt abstrahlt. Aber wie man sieht, ordentlich Strömung drin. Ja, eigentlich geht es immer gut bergab. Von der Zusammenfluss bis nach Ulm zur Mündung verliert sie so um die 300 Höhenmeter, also ist relativ viel eigentlich und es geht immer gut runter, also viel Steigung kommt nicht, es gibt mal ein, zwei Abzweige, wo man dann doch mal hoch muss, aber
das ist echt ein einfacher Radweg, den ich mir jetzt richtig schön gönnen werde, richtig genießen. 146 Kilometer ist ja nicht viel für mich. Ja, okay, weiter geht's. Ja, relativ eintönig. Was sage ich gerade eintönig? Jetzt komme ich gerade an eine Stelle, wo man dann auch mal die Iller mal wieder sieht. Das sind da immer die Bäume vor. Aber trotzdem, man hat immer mal ein paar Aussichten. Aber sehr, sehr abwechslungsreich ist es bis jetzt nicht. Man sieht fast immer nur Bäume. Aber egal, es ist hier trotzdem noch angenehm zu fahren. Jetzt bin ich Höhe Sonthofen schon. 15 Kilometer habe ich schon. Zack, zack, geht das schnell. Ja, geht auch eigentlich immer bergab. Ich war gerade eben kurz mal auf der anderen Seite unterwegs. Da gab es eine Tankstelle, da musste ich unbedingt mal tanken. Kaltes Getränk, habe auch noch zwei kalte Getränke mitgenommen. Ich habe ja die kleine ISO-Tasche. Da hält es auch ein bisschen länger kalt. Boah, es ist jetzt schon, ja, was ist das, halb? 11, 25 Grad. Boah, aber trotzdem schön. Ja, hier bin ich immer noch auf der Strecke, die ich schon kenne. Aber gerade eben diese Strecke auf der anderen Seite. Kam ich noch am Badesee vorbei, nur noch mal eine schöne Strecke über die Brücke rüber. War doch gar nicht so schlecht der Umweg. Jetzt geht's erstmal. Der nächste ist jetzt im Stadt, glaube ich. Das war jetzt Innenstadt, da hat man nicht viel von gesehen. Ich schätze mal von Kempten in 25 Kilometern, oder 24 Kilometern wird man auch nicht viel sehen. Aber egal, es ist richtig schön. Naja, immerhin habe ich jetzt hier noch eine Burgruine vor mir. Schön ist es, die Isar kühlt ein bisschen von der Seite. Einfach nur herrlich. Immer mal wieder eine schnelle Pause, kaltes Getränk. Oh. Ja, viel zu sehen gibt's nicht. Jetzt ist man gerade mal so ein Abschnitt, wo man nicht direkt am Fluss ist. Aber sonst muss man immer nutzen, wenn eine Brücke kommt, einmal rauf, dann hat man auch eine Aussicht auf den Fluss.
oder auch nochmal zurück auf die hohen Berge, die jetzt eigentlich links und rechts langsam verschwinden. Es wird flacher schon. Ja, aber schade, es ist nicht. Einfach nur schön, wie man hier hört, es zwitschert und tut. Also, ah, schön. Ja, campen, oh, noch reichlich Kilometer. Mann, was ist das doch kalt, das schneit sogar. Ne, das sind hier die Weiden. Die sind jetzt verblüht, glaube ich. Und da kommt der ganze Kram runter, Alter. Was schwebt die Luft voll? Ich hoffe, ich kann das einfangen. Alter Schwede. Der reinste Schneefall. Hier kann man noch einen, ja, wie soll man einen Weidenmann bauen. Kein Schneemann. So viel ist das ja bald. Alter, so extrem. Ja, hier ist auch nicht doller Wind. Und ganz leicht, dadurch schwebt das so schön. Sieht richtig toll aus. So, Kempten ist erreicht. Hitze ist immer noch da. Boah, aber hier ist schön Kühle vom Wasser. Jetzt ist aber Zeit für Mittag, kurz nach 12. Viel gibt es nicht. Ein Brötchen mit nur Snuggert-Creme, die mir so langsam zerläuft, deswegen muss die weg. Boah, ja, hier ist auch so ein bisschen flacher. Gibt man auch immer Besuch von Hunden, die hier so schön reinspringen. Oh, man könnte selber auch reinspringen. Hier ist nicht so steinig wie sonst. Aber heute noch nicht, also jetzt auf jeden Fall noch nicht. Erstmal was essen. Der Hunger ist nicht da, man hat eigentlich nur Durst, aber man muss ja was essen. Was als nächstes kommt, nach Kempten. Egal, ich glaube, Memmingen sind nochmal 40 Kilometer, ich habe jetzt 45. Memmingen, das ist ja ein ganzes Stück. Ja, und dazwischen kommen auch mal jetzt zwar größere Abschnitte denn nachher, wo man dann abseits von der Villa fährt. Ich hatte jetzt schon mal zweimal so ein Stück. Da musste man auch ein bisschen hoch. Aber noch völlig easy. Das meiste immer am Fluss hier entlang war richtig schön. Ob es wohl so weitergeht, dann ist es nicht schlecht, weil solange man hier am Wasser ist, ist es richtig schön angenehm. Hier ist nochmal so eine Karte. Ganz da unten bin ich.
direkt vor Kempten. Dann geht es hier immer weiter am Fluss, am Fluss, am Fluss, am Fluss. Und zack, hier geht es jetzt hoch. Altusried. Scheint nicht steil zu sein, weil hier ist noch kein Pfeil drauf. Hier ist mal hier ein dicker Pfeil. Ruine Kalden steht da. Jetzt hier weiter, hier oben rüber. Hier ist nochmal ein Pfeil nach oben. Hier rüber und hier ist nochmal eine Steigung. Und Lautrach, da war ich auch gestern. Jetzt müsste das gestern gewesen sein. Da komme ich jetzt auch wieder hin. Runter an die Iller wieder. Das ist ein ganzes Stück im Landesinneren. Boah. Ja, also rechtzeitig die Pause gemacht. Da führte der Weg ja doch noch durch die Innenstadt, aber die kannte ich ja noch von gestern Abend, weil ich ja hier übernachtet habe. Ja, richtig schön da, auch gestern Abend. Biergärten waren voll, die Leute genießen das alles wieder, dass wieder alles geht. Ja, und ich will jetzt auch mal sehen, was geht Richtung Altusried. Also wenn ich da angekommen bin, dann habe ich die Schwierigkeiten auf diesem Weg, glaube ich, schon bewältigt. Aber es sind einige Kilometer bis dahin. Diesmal was ganz anderes, eine ausgewaschene Felswand. Das ist, glaube ich, bald das erste Mal, dass ich das hier sehe an der Inne. Ich bin jetzt schon bei Kilometer 96,8, also schon ein ganzes Stück gefahren. Ja, man rollt ja eigentlich nur so vor sich hin. Es geht ja immer langsam bergab. Aber gleich geht's los. Da kommt mal ein paar Berge oder Hügel. So, jetzt stehe ich hier an einer schönen Stelle, eine Kiesbank, wo man auch mal die Füße reinhalten kann. Aber weil das als Kies ist, ist das Barfußlaufen immer schwierig. Deswegen habe ich auch mal so eine Badeschuhe mit. Boah, mal kurz ein bisschen kühl machen, weil ich bin total staubig an den Beinen. Das Rad sieht aus. Ach du Liebe. Alles nur ganz loser Staub. Hier brauchen wir noch. Fällt das schon ab. Oh, bloß an der Beine, an den eingecremten Beine nicht. Naja, ich guck mal. Es ist bestimmt eisig kalt, aber egal. Oh. Oh. Leute, aber das mit der Schuhe. Ah, ist das geil. Oh.
da habe ich doch Smaragd oder was ist das? Na, ist krass. Aber wahrscheinlich schon Kilometer gereist und total abgeschliffen. Und jetzt kommt es auch wieder rein. Die Reise Richtung Donau kann jetzt weiter antreten, aber boah, das ist ja schön. Und mit den Schuhen perfekt. Also das kann ich nur empfehlen. Und Bayern, die Flüsse sind ja sehr kieser. Es besteht ja fast nur aus Kies oder auch die Seen. Also mit diesen Badeschuhen ist ja richtig gut. Oh, das ist erfrischend. Ein bisschen die Beine sauber machen, neu eincremen und dann geht's weiter. Und jetzt geht's wirklich mal weg von der Isar nach oben. Aber ich glaube, das werde ich jetzt gut bewältigen können. Hier in Altusried gibt es einen Rewe, habe ich gleich zugeschlagen. Diesmal kein Eis, sondern gekühlte Früchte. Ich glaube, das tut auch mal ganz gut. Oh, ein paar kalte Getränke wieder gelagert. Dann kann es gleich weitergehen. Ja, ja, die Hitze. Aber hier ist gerade Schatten. Und gleich geht es wohl hoffentlich wieder abwärts mit Fahrtwind. Also, ja, guten Appetit und dann gleich geht's weiter. Jetzt stehe ich hier in der Neumühle. Ja, ich bin einen Berg hochgefahren, Altusried. Jetzt wieder runter und jetzt kommt noch einmal, ich schätze mal, noch mal ein starker Anstieg. Boah, jetzt bin ich am tiefsten Punkt. Jetzt geht es noch einmal über den Berg und dann noch mal wieder runter. Und dann bin ich wieder an der Iller. Boah, echt heftig. Aber war trotzdem sehr schön, auch mal wieder eine Aussicht zu haben. Und es war eigentlich bis jetzt noch machbar. 4, 5, 6% mehr waren das alles nicht. Ich weiß, wie das jetzt weitergeht. Aber hier ist auch ein richtig schönes Plätzchen. Toll. So, ich bin oben. Ja, der erste Kilometer gerade eben war richtig steil. Zweimal 10% auf 300 Metern, 200 Metern. Und dann ist es wieder moderat. So, jetzt geht das gleich runter. Aber wenn man hier oben ist, kann man ja auch wieder weit blicken.
Jetzt bin ich wieder unten an der kühlen Iller. Ich kann nur sagen, beide Richtungen haben seine Schwierigkeiten. Also es gibt kein besser, kein schlechter in der Richtung. Aber hier sind sie schon langsam immer mehr Menschen an Abkühlung suchen. Oh, jetzt ein Köpper von hier oben. Das wäre eine Abkühlung. Werde ich aber nicht machen. Da steht jetzt Kilometer 63 Flusskilometer. Also bin ich schon ein gutes Stück über die Hälfte jetzt schon wieder. Ja, ich habe schon über 80 Kilometer auch schon gefahren. Ja. Boah, Viertel vor vier. 15:45. Ja, langsam wird es auch Zeit. Es ist echt heiß. Einfach nur heiß. Ich weiß gar nicht, wie heiß. Nicht ganz so heiß wie bei mir zu Hause gerade. Das ist auch ganz selten. Da oben sind 31 Grad. Hier müssten so 28 sein. Laut Wetter-App. So circa. Also das ist sehr ungewöhnlich, dass hier unten sogar kühler ist als bei mir im Norden. Vielleicht habe ich doch wieder alles richtig gemacht. Aber naja, weiter geht's. Entlang der Iller. Die größten Schwierigkeiten sind wohl jetzt vorbei. Jetzt bin ich wie es mal ganz unten am Fluss. Ja, da habe ich mich definitiv zu früh gefreut. Da kam sogar noch mal eine Steigung von 10%. Es war nur 200 Meter lang, aber war schon sehr anstrengend. Gerade jetzt in der Hitze. Und ich muss sagen, die schlaucht mich jetzt ganz besonders. Deswegen werde ich auch gar nicht mehr so weit fahren. Boah, Memmingen-Buxheim heißt das, glaube ich. Da ist ein Campingplatz. Da werde ich ansteuern, glaube ich, sind noch 6 oder 7 Kilometer. Dann nochmal 15 Kilometer weiter wäre auch noch eine, aber das ist mir irgendwie heute definitiv doch zu viel. Aber Memmingen ist eigentlich, Höhe Memmingen ist ja eigentlich ganz strategisch ganz gut. So kann ich wahrscheinlich morgen doch meine Sachen vielleicht zum Auto bringen. Das steht ja in Memmingen. Denn morgen geht es den letzten Kilometer noch bis nach Ulm und dann werde ich mit dem Zug zurück nach Memmingen fahren. Ja, und dann ist es auch endlich vorbei, diese Hitze. Ne, ist sie nicht. Boah. Ja, es schlaucht. Boah. Trinken. Ich mache hier noch eine kurze Getränkepause. Boah. Geht weiter. Noch ist es schön kühl. Jetzt Höhe Buxheim. Jetzt ist auch Schluss. 17 Uhr, es langt völlig. Ja, richtig matt von dieser prallen Sonne, obwohl heute doch relativ viel immer wieder mal ein Schatten war durch Wald. Weil immer, so wie hier auch am Weg, nicht immer volle Sonne, aber so wie jetzt, wenn ich hier stehe, boah,
Das war immer schön. Hat man auch gemerkt, aber jetzt hier wieder in der Sonne zu stehen. Boah, Hilfe. Naja, dann werde ich mal gucken, dass ich den Campingplatz finde. Ja, es wird Zeit. Ja, ich muss mich jetzt auch langsam mal wieder ausruhen. Habe auch bald wieder, ja, jetzt sind 98 Kilometer bin ich heute schon wieder gefahren, ja. Und wenn ich gleich beim Campingplatz bin, die 2 Kilometer kriege ich auch noch voll. Ui, naja, gucke ich erstmal nach dem Campingplatz. Ja, ich bin angekommen auf dem Campingplatz, aber wie gesagt, die Betreiberin hier, der Campingplatz unten, wo die Zelte hinkommen, das ist die ganze Zeit noch Sonne. Da hat sie hier einen Platz gesucht mittendrin. Nicht optimal natürlich, weil hier noch der Grasschnitt überall liegt. Aber wie ist ein bisschen noch Schatten? Okay, die Sonne wird ja noch tiefer fallen und dann kommt sie gleich hier noch mal ein bisschen. Aber ist auch nett. Ja, es ist hier Camping am See. In Boxheim. Boah. Aber ich werde, glaube ich, noch mal irgendwie zum Einkaufsladen, weil man richtig schön noch mal kühles Getränke, mal kühle Getränke holen. Boah, einfach hier sitzen, das ist einfach zu warm. Und im See, boah, baden habe ich irgendwie keine, nicht, dass man da noch Kreislaufprobleme kriegt, weil man da so ist, so dort abkühlt. Das will ich denn auch nicht, also. Boah, aber heute Abend werde ich dann wahrscheinlich noch mal runtergehen und gucken. Aber ja, ich gucke noch mal nach kühlen Getränke, vielleicht nehme ich die auch von hier mit. Oh, mal sehen. Ein bisschen locker fahren, ohne Taschen. Jetzt nochmal, nein, Einkaufsladen ist 1,5 Kilometer entfernt. Das ist nicht weit weg. Gucke ich mal, was ich noch abends essen kann. Was Leichtes, nichts Schweres mehr. Also ein Essen, komplettes dickes Essen, kriege ich nicht runter. Das war doch ein bisschen zu heiß. 30 Grad haben wir jetzt. Oder sinkt vielleicht jetzt schon wieder langsam, aber boah, aber trotzdem nicht meckern. Ich habe so ein Glück mit dem Wetter. Einfach unglaublich. Naja, ich melde mich nachher nochmal. Mal sehen, wie der Abend noch geht. Oh ja, Überzelt lasse ich erstmal noch weg. Das schmeiße ich nachher erst über, wenn es ein bisschen dunkler ist und kühler ist. Und staut sich hier, also die Hitze so drin. Boah. Ja, war gerade einkaufen. Ach, natürlich gab es da noch ein Eis und schon mal einen halben Liter kaltes Getränk. Und jetzt gibt es einen thunfertigen Thunfischsalat, ein Brezen und noch ein Radler. Das muss lang. Mehr kriegt man gar nicht runter. Boah. Ja, aber war ein schöner Tag. Jetzt immer noch sehr heiß. Die Sonne kommt noch hier her, aber pff. Das schaffe ich jetzt auch noch in den letzten Stunden und morgen geht's auch noch mal rund. Die letzten 52 Kilometer, dann ist es geschafft. Naja, ich werde jetzt hier essen, duschen und ob ich dann noch zum See runtergehe, das glaube ich bald gar nicht. Ich bin so fertig, ich bin froh, wenn hier bald Schatten ist, denn das Zelt im Schatten liegt und dann man sich hinlegen kann. Boah. Ja, also vielen Dank fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Moin Moin. Oder wie man hier sagt, Servus. Prost.